Hallo und herzlich willkommen, liebe Ghost Recon Phantoms Freunde, hier ist euer Ruby und ich habe mir gedacht, ich schalte einfach mal zu einer Runde ein. Es läuft noch die Match-Aufwärmzeit, aber sobald die zu Ende ist, legen wir hier ordentlich los. Direkt zu Anfang habe ich da mal eine Frage. Was würdet ihr lieber sehen? Ein bisschen Shotgun-Action, ein bisschen Sturmgewehr-Action, ein bisschen Sniper-Action oder gar ein bisschen MG-Action? Ich habe euch hier mal ein paar kurze Szenen reingepackt und schreibt mir doch einfach mal, was ihr in Zukunft so am liebsten sehen wolltet. Und ja, dann geht's auch schon gleich los. Schreibt einfach mal rein, was ihr da am liebsten sehen wolltet und ich würde mich dann ja auch über eine Bewertung oder halt einen Kommentar als Bewertung freuen. So, jetzt geht's los hier. Wir attackieren alle Punkte. Meine FPS fallen kurz auf 30 runter, jetzt sind sie wieder oben. Ja, Ghost Recon Phantoms ist angesagt. Wir machen hier mal eine Runde. Keine Ahnung, wie der Spielmodus heißt. Ich konnte mir das noch nie merken, Ghost Recon Phantoms. Was aber nicht heißt, dass wir diese Runde nicht trotzdem gewinnen können. Ich weiß sehr wohl, wie dieser Spielmodus funktioniert. Die Gegner müssen unsere Punkte hier einnehmen. Nee, wir müssen diese Punkte hier einnehmen und der Gegner muss das verteidigen. Wir müssen diese beiden Punkte einnehmen und danach wird noch ein dritter freigeschaltet. Und wenn wir die alle erledigt haben, dann haben wir gewonnen. Oben läuft ein Matchtimer und dann werden die Seiten getauscht. Das heißt, wir sind Verteidiger und müssen diese drei Punkte verteidigen. Oben rechts seht ihr es schon. Ah, wir sind recht gut am Erobern. Oh oh. Der tut uns nicht mehr an. So, haben wir mal eben den Heat ausgepackt und den gerade noch so kampfunfähig gemacht. Ich packe ihn auch mal lieber ein. Wir haben kaum noch Leben. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir hier offen rumrennen. Der Heat sorgt einfach dafür, dass die Gegner hier sich nicht mehr vernünftig bewegen können, weil die einfach mal gebrutzelt werden. Und für alle, die sich wundern, oben links, warum sich meine Leben so schnell regenerieren, ich habe das Regenerationsperk drin, das sieht man da unten, dass halt gleichzeitig alle Leute, die bei uns in der Nähe sind. Und stimmt, wir haben ja Alpha jetzt schon erobert. Ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau ist, hier vorne lang zu gehen, aber let's try it. Mist, da wollte ich dem eigentlich genau in die Fresse rutschen, aber hat nicht ganz so gut geklappt. Haben wir noch... Wir hätten noch Rauch dabei und Jingle Frags. Das war jetzt irgendwie maximale Schaden 200. Alter Falter, die machen echt... Die hauen ordentlich rein. Das sind die Jubiläumsgranaten, weil Ghost Recon Phantoms jetzt ein Jahr alt wird. Und was gammelt denn der da drüben noch rum? Wir müssen doch hier rüber. Ich könnte ihm das jetzt sagen, aber die werden eh nicht auf mich hören. Das ist echt schwer zu finden. Es ist schwer, Leute zu finden, die wirklich richtig gut mitspielen. Und der da rennt vor, da rennen wir doch mit. Und hier haben wir Rauf, da defend ich den einfach mal ein bisschen. Und hoffe, dass die hier drüben schön gucken. Ja, sieht so aus. Oh Gott, Granate. Alter Falter. Der hat noch mehr Leben, oder? Nee, der hat auch gar keine Leben mehr. Ich habe den da oben einfach mal versucht, so ein bisschen zu suppressen, damit unser Mann hier vorkommt. Aber das hat leider nichts gebracht. Wir haben es jetzt erobert, sehr schön. Und wir rücken auf der linken Seite vor. Also es ist sicherer, hier mitzugehen. Noch eben Muni einsammeln. Und dann wenden wir uns hier mal nach rechts. Weil hier oben doch tatsächlich noch ein Sniper steht. Und sonst niemand mehr hier oben? Nee. Alles fertig hier.
Aua. Wir sind schon unten, sehr schön. Ich hoffe, hier unten erwartet uns nichts Böses. Cool. Seit dem neuen Patch gibt es hier ein Fenster. Das ist durchaus sinnvoll, wenn man sich mal überlegt, dass man hier oft kaum rauskommt, weil die einen so platt machen hier. Meine Fresse, jetzt seid doch mal ruhig hier. Ey, das war meiner. Unverschämtheit. Aber das war meiner. Wir spielen mit der ACR mit ganz normaler Munition. Ah, und der Typ hier, der regeneriert gerade unsere Ammo. Und ein bisschen sieht man unten rechts, weil wir in dem seiner Nähe sind. Und dafür heilen wir ihn ein bisschen. Ah, er ist schon voll geheilt. Na dann. Wow, Mist, hier gibt es ja nirgendwo Deckung. Oh Gott. Da kam einer mit der Bubble auf der linken Seite. Ich bin ein bisschen erkältet. Trotz über 20 Grad gestern habe ich mich irgendwie mit einem leichten Schnupfen und ja, sonst was angesteckt. Bin ein bisschen erkältet, hört man teilweise an meiner Stimme. Oh Gott, hier und hier ist so ein Heat, den haben wir vorhin eingesetzt. Ich gehe mal lieber wieder nach hinten und gucke, dass die uns nicht von der linken Seite überrennen. Wir müssen eigentlich mal vorrücken. Los jetzt. Da kommt einer mit. Nee, da war er nicht. Oh oh. Ah, der ist von uns. Ha, der hat uns doch tatsächlich übersehen. Das war knapp. Und jetzt nichts wie rein hier. Und ein bisschen erobern. Wir haben auch wieder volle Muni. So, den haben wir auch noch erledigt. Hallo, Kollege. Ich wollte dir doch nur die Hand schütteln. Auf eine sehr rabiate Weise. Und der Kollege dort hat ausgespielt. Ich glaube, ihr sorgt rechts dafür, dass hier alles glatt läuft, ne? Stimmt's? Stimmt, stimmt. Nicht gut. Aha, jetzt hat er uns. Immerhin, wir konnten noch mit erobern. Und sind auch erster Spieler, bester Spieler, 8-2. Ja, ganz annehmbare Stats. Und wir haben auch schon gewonnen hier. Also, ging recht flott, das Match. Ja, 6 Minuten. Der Anfangstimer waren 5, also gab es irgendwo eine Verlängerung. Und jetzt sind wir Verteidiger und müssen verteidigen. Ich spiele bevorzugt hier mit dem Sturmsoldaten, weil der halt die Sturmgewehre hat. Dann diesen Heat da oben, beziehungsweise ein Schild. Und er hat noch eine coole Funktion. Er kann halt... Moment. Er hat halt die meisten Leben und kann am meisten regenerieren auch. Hier einer? Nö. Ach Mist, wir sind ja bei Bravo. Kacke. So. So. Deckungsbonus. Aber die nehmen uns Alpha weg. Jetzt haben wir hier gleich ein Riesenproblem, weil die Leute hier da drüben ihre Aufgaben nicht richtig gemacht haben. Okay, die waren auch nur zu zweit, aber trotzdem. Ein bisschen mehr Widerstand wäre schon schön, statt sich die ganze Zeit einfach nach dort hinten zu campen und zu hoffen, dass dann noch Leute kommen und helfen. Ah, Mist. Ich hoffe, die haben den erledigt. Nee, haben sie nicht. Ich habe keinen Assist bekommen. Das ist natürlich ungünstig. Aber wir warten jetzt einfach mal ab, weil von irgendwo müssen sie kommen und am blödsten wäre es, wenn sie von hinten kommen, aber ich hoffe mal, die drei Kollegen da hinten sorgen dann dafür, dass die da nicht durchkommen. Unsere linke Seite ist abgesichert, sieht man auf der Karte. Ich kann die auch mal größer machen, da haben wir eine schöne 3D-Karte. Ui, Entschuldigung, Kollege, ich habe dir gerade die Karte gezeigt.
Wie hieß er denn? Oh Gott. Kommen wir gleich um die Ecke. Kollege, Vorsicht, so sehe ich nicht. Ich habe doch gesagt, so sehe ich nicht. Okay, er konnte mich nicht hören. Und das meinte ich, die schleichen sich von hinten an. Und der ist jetzt da hochgeklettert, so ein Mist, aber auch. Ach, der kam von da oben. Wo wir eigentlich langkommen. Gut, dann werden wir dem jetzt mal einheizen. Der Typ läuft nach rechts und sichert unseren Rücken. Hoffentlich schafft er das alleine. So, in Deckung rutschen. Und ab geht die Party. Upsala. Oh Gott. Oh. Da kommen zwei von hinten und versuchen den jetzt von hinten aufzugreifen. Um genau zu sein, die beiden hier. Komm schon, zoom mit. Wie ein Drehrumbum. Noch 2 Minuten. Wenn wir B diese 2 Minuten halten, dann haben wir tatsächlich gewonnen, beide Runden. Und wenn die das jetzt noch gewinnen und dann auch noch C kriegen, dann ja, gibt es halt eine Verlängerung und eine dritte Runde auch, ne? Meine Fresse, ey. Kann ich nicht mehr aufhören? Sowas tut weh. So ein Mist, wir regenerieren uns langsam, aber nicht schnell genug. Aber ich habe halt nur... Ich habe halt nur 20.000 AC, heißt die Ingame-Währung. Und man kriegt pro Spiel so 200. Vorhin habe ich 300 bekommen, für die, die es gemerkt haben, weil gerade irgendwie so ein Event ist. Die wären ein Jahr alt und deshalb gibt es Bonus-AC. Ach, das war kein Kopf. Kommt mir recht gelegen. Ich habe aber nur 20.000 Ingame und das ist echt wenig. Wenn man nicht in Deckung ist, ey, ist die Streuung echt so hoch. So. Der Typ stürmt vor. Alter Falter, einmal erwischt von wie vielen Schüssen? Meine Fresse. Wo ist er denn? Da ist er. Oh Gott, unsere rechte Seite ist gänzlich ungedeckt. Jetzt muss ich hier... Ah, okay. Er kommt mir zu Hilfe, das finde ich gut. Oh Gott. Alter Falter, bin ich erschrocken. Hat er den? Ich hoffe mal. Meine Fresse, Leute. Ich hoffe, sie haben ihn da hinten jetzt abgefangen. So. Ich glaube, ich habe ihn zwar nicht getötet, aber... Hallo, Kollege. Der ja da hinten ist von uns. Hier doch irgendwas los. Das da oben ist wieder kein Kopf. Und noch 25 Sekunden. Wenn wir das schaffen, dann haben wir die Runde tatsächlich gewonnen. Ah, ja, 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 ja. Okay, den haben sie erwischt. Der hat sich gerade getarnt, aber man sieht ihn noch ganz schwach. Und wenn man rausrennt, während man sich tarnt, ist es natürlich ganz schlau. Ich will jetzt keinen Tod mehr riskieren. Obwohl, ah, Mist, haben sie sich wieder verzogen. So, haben sogar eine Goldkiste gekriegt, also nicht ganz wenig. Runde 2 haben wir auch gewonnen. Heißt, oh, wir haben sogar 2 Kisten diese Runde gekriegt. Da können Waffen und alles drin sein. Matchergebnisse, jo. Sieht ganz ordentlich aus. Damit haben wir diese Runde glorreich gewonnen. Erste Runde 8-2, diese Runde 6-2. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin ein neuer Level 21 mit dem Assault. Tagesziel erzielt und bla, ein paar Sachen gekriegt. Ja, Major D bin ich jetzt vom Rang. Vielen Dank fürs Zusehen, sage ich euch. Und bitte stimmt doch einfach mal ab, was wollt ihr als nächstes sehen? Ein bisschen Rumgeballere mit dem MG, Snipen, Shotgun oder weiter mit dem Sturmsoldaten so spielen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen noch einmal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.